Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft mit Neverguest. Ich dachte mir, hey, wisst ihr was, wenn letzte Folge die Musik nicht ganz funktioniert hat, dann nehmen wir halt jetzt mal komplett mit Musik auf. Und hoffentlich wird es jetzt auch eine größere, eine etwas längere Aufnahme mal wieder. In den letzten Tagen mache ich ja nur noch, oder letzten Wochen eigentlich, mache ich nur noch kurze Aufnahmen. Weil ich so viel Freizeit hatte, muss man sagen, die ganze Freizeit, die man zwischendrin mal hatte, die hat einen so ein bisschen rausgebracht, was das Sprechen angeht. Man hat natürlich weniger gesprochen, man hat weniger Let's Play, aber mehr Zeit hatte. Und dadurch ist das, dieses Sprechen so ein bisschen in den Hintergrund geraten. Aber egal. Da gewöhnen wir uns schon wieder an. So, und dann habe ich mir das vor überlegt. Ich lasse mal den Ding jetzt hier, weil ich schneller bin. Und zwar wollte ich jetzt so machen, dass wir hier hinten komplett unsere ganzen Felder hinbasteln. Dass wir so ein richtig schönes Felderdepot hinbauen. Das richtig so in einem Wäldchen angelegt wird, dass das hier so ein bisschen edel aussieht. Und halt weg von unseren Dings. Wir haben ja schon gut angefangen. Und ich würde das auch alles steinern halten. Und zwar würde ich dann nämlich hier jetzt, wo diese Wand ist, eine Steinwand hinbasteln. Moment. Das kommt alles komplett weg. Und dann würde jetzt hier eine Steinwand hingehören. Nicht dahin, hier hin. Okay, Moment. Da noch hier. Und klack. Bis hierher. Habe ich jetzt ein Fackeln weggemacht, Digga. Oh, 64 Fackeln, das sieht, hört sich gut an. So. Das hört sich äußerst gut an. Das grenzt schon... Oh. Das war nicht so intelligent. Das grenzt schon fast an Vorbereitung, würde ich sagen. So. Dunkle Waldstellen noch ein bisschen ausleuchten. Dann zimmern wir mal jetzt hier mal eine Mauer hin, damit von hier auch nichts mehr kommen kann. Habe ich denn noch... Erde hab ich auch noch, siehst du? Super. Das endet ja, das fängt ja super an heute. Was ist denn das? Man denkt fast, man wäre richtig gut vorbereitet. Dabei habe ich beim letzten Mal wahrscheinlich einmal nur alles falsch gemacht und deswegen bin ich jetzt so gut vorbereitet. Naja. Dum, 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 dum. So, hier kommt natürlich jetzt das hin. Ich hoffe einfach mal, dass dieses Geräusch von der anderen Flussseite kommt. Ups. Mauerseite meine ich, nicht Flussseite. Klack, klack. So, das wäre dann die Mauer. Die Mauer. So, Mensch. Nicht von der Spinne anvisieren lassen, während wir arbeiten. Hier wird dann der Wasserverlauf lang gehen. Wow! Wow, chill doch mal. Betsy! Alter! Was für eine aggressive Spinne, ey. Oh, komm, ich spring mal hier. Wow! Irgendwie so. Keine Ahnung. So, Kekse. Also wenn jetzt hier das der Wasserverlauf runterkommt. Erstmal machen wir das dann hier natürlich so. Dann kommt dann hier... So. So. Hier mal eventuell das so machen. Das kann ja auch so bleiben, weil huh, das wird ja eh nicht verändert. Ist wieder so. Genau, hier kommt er noch wieder. So. Dann würde jetzt hier das Wasser runterfließen.
Und hier würde ich dann je nachdem mit voll geile Musik. Ich überlege, ob ich das mache am besten, am dümmsten, am schlauesten. Mach ich das wirklich so hier? Alles passt schon, komm. Das sieht sicher gut aus. Jo. Ja, warum nicht? So. Muss nur ein bisschen fackeln. An die Stellen hier packen. Und das Holz kann dann wieder weg hier, weil das brauchen wir dann nicht mehr. Ich kann ein bisschen aufpassen, dass ich hier nicht von irgendwas überrannt werde. Ja, die Musik mir da so laut ins Ohr drückt. Wie viel Lautstärke habe ich denn beim... Die Musik ist wahrscheinlich einfach nur ein bisschen laut gerade, obwohl ich schon auf 10% nur habe. So. Na gut, machen wir weiter. Ist doch gerade Tag, wie ich sehe. Nee, immer noch Nacht. Meine Augen haben sich nur an die Dunkelheit gewohnt. Gewöhnt heißt es. So. Wo? Ach da. Aua. Wow, so. Dann nehmen wir uns mal jetzt hier einfach so einen Eimer. Würden Sie bitte damit aufhören? Kann ich nämlich auch. Stirb. Stirb. So. Dann muss ich natürlich den anderen Eimer nehmen. So. Das würde dann ein bisschen herfließen. Hier bräuchte ich bitte ein Eis jetzt an der Stelle. Oder... Ich überlege gerade. Die Felder enden immer genau hier. Was du denn hier? Beruhige dich. Kurz was essen. Ich überlege gerade, ob ich das... Also unterirdisch würde ich eigentlich ungern machen wollen, so das weiterführen. Was ist denn los jetzt? Ich habe einen Schaf weggeworfen. Keine besonders intelligente Idee. Wow, was ist denn hier los? Ja, auch von den Catchen hier, das ist unnormal. Ja, ja, schon klar. Noch 10 bitte. Jo. Wenn ich da einen Bolzen drunter mache und den hierher schiebe. Wenn ich hier einen Bolzen mache, der nach oben fährt. Und dann ein Bolzen, der von hier nach da fährt. Wäre scheiße, weil der Bolzen, der von hier nach da fährt, den könnte ich gar nicht aktivieren. Okay. Der nach oben, das würde gehen. Den müsste ich aber einsammeln jedes Mal.
Obwohl, nee, warte mal. Das hier wäre eine... Das sollen ja Kürbisfelder hier werden, keine Weizenfelder. Ja, da Kürbisfelder, das ist überhaupt... 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Also das würde funktionieren, würde auch nicht... Nee, würde auch nicht super Sinn. Eigentlich ein Kürbisfeld auf die Art und Weise baue, dann brauche ich ja wesentlich mehr Redstone. Ich mache das hier erstmal zu Weizenfeldern. Bei Weizenfeld würde ich es ganz einfach so handhaben. Was brennt denn da? Dass an der Stelle es hier einfach ein Dings abgeht. Noch eine Etage. Muss ich das hier wegnehmen, das Loot. Und dann wieder nach oben geht. Brennt denn hier so? Lasst mich in Ruhe, brennt euren eigenen Weg. Okay, super. Das soll hier so natürlich nicht sein. An der Stelle würde dann hier ein Block dazwischen kommen. Klack, klack, klack. So. Oh, wenn man hier steht, sollte man eigentlich weggetragen werden, genau. Dann kann man hier reingehen. Flup. Eventuell können wir sogar, Moment, warte mal. Wenn wir das hier nämlich so wegnehmen und das hier hinbauen, selbiges hier tun, das natürlich jetzt im Moment wieder zumachen. So, und auch hier wieder zumachen. Jo. So, dann rennen wir einfach einmal durch. Wo zur Hölle kamst du jetzt her? So. Genau. Rennen wir einmal mal durch. Flupp, haben wir alles. Und weiter geht's. Da würde ich einfach zwei Dinger machen. Das heißt, vier Felder in jede Richtung. Hier fehlt da natürlich jetzt noch ein bisschen was. So, Moment. Weg da. Dann geht's hier natürlich weiter. Klack, klack. Klack, 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 klack. Klack, 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 klack. So. Dann kommen die ganzen Dinger hier noch weg, alle. Der ganze Spaß. Da haben wir ein bisschen mehr Überblick über die Creeper und so ein Spaß, falls uns das hier... Hey, guck mal, hier ist ein Creeper und boom in your face. Ey, du verstehst, was ich meine? So.
Hier ist dann soweit alles richtig. Und dann kommt jetzt hier drüben noch einmal so eine Mauer hin. Was ja letztendlich dann die senkbare Mauer ist, die dann heruntergeschoben wird. Hier kommt natürlich dann nichts hin. So. Ich bin so blöd. So, Moment, Moment, Moment. Passt ja voll gut dazu, die Musik. Wasser, bitte. Wasser. Bin ich behindert? Habe ich das mittlerweile auch schon kaputt gemacht? Habe ich. Super, toll. Gut gemacht, Günther. Hat's kaputt gemacht. Ach, der Junge, ne? So. Dann halt nochmal. So, er quatscht nicht dahin, sondern dahin. Dann nehmen wir das und hauen das hier hin. Dahin. Dahin. So. Hui. So. Wird das geklärt. Hier müsst jetzt noch das 1, 2, 3, 4. Hier nochmal das. Genau dasselbe hier. So, da können wir dann noch ein bisschen Erde hier reinbasteln. Super. Ach, das kann ja alles weg hier. Ich mache ganz kurz eine neue Schaufel, das sollte jetzt ganz kurz. So, dafür haben wir Zeit. Eis haben wir noch, ja. Nehmen wir den ganzen Spaß hier mit. Haben wir das hier? Genau hier. Und hier geht es dann weiter. Vier Felder müssen wir insgesamt hinkriegen. Das ist das dritte jetzt hier. Und hier werden dann noch 1, 2. Ne, Quatsch. Doch, klar. Und jetzt noch 1, 2, 3, 4. 1, 2. Drei, vier.